Hallo, herzlich willkommen bei Bonsai Nied und Hall. Heute soll es um diese schöne Kupferfelsenbirne gehen. Die habe ich mal ursprünglich gekauft als Geschenk für jemand. Und da war es aber zu klein. Und dann habe ich gedacht, mache ich doch einfach mal ein Bonsai daraus. Und heute machen wir auf jeden Fall mal den Draht weg. Da treibt er auch richtig schön schon, wird Zeit. Dann schneiden wir ein bisschen eventuell die Äste, müssen wir mal schauen. Und vor allem bekommt er eine schicke Schale, der Baum. Und ja, ich bereite mir alles vor. Und dann fangen wir mal an mit dem Umtopfen. Bis gleich. So, jetzt schauen wir mal, der ist wahrscheinlich gedrahtet. Ja, habe ich schon mal vorbereitet, hier die Zange. Das sieht man richtig schön feinwurzeln. Machen wir hier mal die Erde vorsichtig weg, das Substrat. Sind gut verwurzelt er alles. So, mal schauen, wie es eine Bari nachher aussieht. Aber ich denke, in dem Teilpott hat er sich gut gemacht, der Baum. Und dann wird man auch ein gutes Ergebnis haben nachher. Gut, ihr seht schon, das dauert ein bisschen. Ich würde sagen, ich mache das mal allein sauber. Da wisst ihr ja alle, wie das geht. Du die Wurzeln auswaschen. Und wenn es dann weitergeht, dann hole ich euch einfach dazu. Also, bis gleich. So, jetzt haben wir die mal ausgewaschen. Und sieht eigentlich ganz gut aus. Ich hier noch ein paar Kleinigkeiten an Wurzeln, die so nach oben stehen. Hier entfernen. Da ist dann nicht viel dran, das seht ihr ja selber. Sind einfach nur die, wo nach oben gehen. Es wird da schon gewesen sein. So, jetzt muss ich mal schauen. Hier hinten wachsen noch ein paar kleine. Ich hoffe, die legen ein bisschen an Dicke zu. Haben wir noch so einen dicken gehabt.
Und da haben wir noch so einen Knäuel. Den wollen wir ein bisschen einkürzen. Das machen wir aber mit der Wurzelzange. Nicht zu viel. Da sind auch nicht so viele Jungwurzeln dran. Also. Gut. Mehr machen wir da gar nicht. Dann habe ich hier mal eine Schale vorbereitet. Ich denke, das sieht nachher ganz gut aus. Gut, ich bereite mal alles vor zum Eintopfen. Und wenn ich dann soweit bin, hole ich euch wieder dazu. Also bis gleich. So, jetzt will ich hier erstmal ein bisschen Substrat von meiner Landbaumischung rein. Und nicht zu vergessen natürlich wieder Mykorrhiza. Und dann kommt mal das Bäumchen rein. Und hier unter der Wurzel durch. Und tun sie mal leicht fixieren. Und schneiden wir die hier gleich mal ab. Dann haben wir es nachher ein bisschen leichter. Füllen hier gleich mal ein bisschen Erde bzw. Substrat auf. Und tun das Ganze natürlich ein bisschen einarbeiten mit dem Stäbchen, vor allem unter die Wurzel. Ziehen dann wieder mal ein bisschen den Draht nach. So, einmal ziehen wir noch fest. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich werde noch das Substrat noch ein bisschen einarbeiten.
die Schale noch ein bisschen auffüllen. Und wenn ich es gemacht habe, geht es weiter mit dem Draht entfernen und die Äste mal anschauen, was da zu machen wäre. Und das mache ich aber kurz allein, bis das oben weitergeht, hole ich euch dann wieder dazu. Also bis gleich. So, den Draht habe ich schon weggemacht, das ist ja nicht so spannend für euch. Jetzt schauen wir uns mal die Ästchen an. Also zurückgetrocknete Endstückchen vom letzten Rückschnitt. Da kommt ein Trieb. Da unten sind zwei Triebe, die brauchen wir da unten nicht. So ein vertrocknetes Endstück. Da kommt da unten ein Trieb, das ist gut. Den Trieb, der braucht man nicht. Und hier wieder so ein Endstück. Gut, der treibt richtig gut. Und der kann jetzt voll durchstarten. Viel mehr machen wir da nicht. Bisschen geschnitten, die Endstückchen, das passt dann schon. Gut. Ich würde sagen, für heute war es das. Ich mache hier ein bisschen sauber und hole den dann nochmal auf den Tisch und dann sprechen wir nochmal durch, was wir alles gemacht haben. Und ja, bis gleich. So, was haben wir denn heute gemacht mit dieser Kupferfelsenbirne? Wir haben ihn als erstes mal aus dem Teipot geholt, haben die Wurzeln gesäubert vom Substrat, ausgewaschen und haben ihn dann in diese vorbereitete Schale gesetzt, ausgerichtet und fixiert. Dann haben wir hier mit Substrat aufgefüllt, das Ganze eingearbeitet mit dem Stäbchen. Hier oben haben wir dann den Draht entfernt und die Äste blieben in der neuen Stellung, wo wir vorgegeben haben, also da ging kein Ast in die alte Stellung zurück, was schon mal nicht schlecht ist. Und dann haben wir uns die Ästchentriebe mal angeschaut, viel war nicht zu tun. Wir haben diese vertrockneten Endstücke vom letzten Jahr ein bisschen beseitigt, dass es optisch ein bisschen schöner aussieht. Ja, mehr haben wir eigentlich heute nicht gemacht. Und jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, die Kupferfelsenbirne. Und für uns war es das heute wieder. Mir hat es wieder Spaß gemacht, euch das zu zeigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Kommentare wären auch immer gut, damit man auch erfährt, was ihr so drüber denkt. Dann vergesst nicht Abo, Glocke, wenn ihr die Filmchen von mir weiterhin sehen wollt, kriegt ihr da immer eine Info. Die stehen immer bereit, Dienstagabend, 18.30 Uhr bei YouTube auf meinem Kanal. Ja, für heute soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, kümmert euch um eure Bäume und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, euer Werner.